Ja, und ich bringe euch jetzt noch schnell ein Video, was nochmal verdeutlicht, warum es so wichtig ist, dass wir in dem Bewusstsein jetzt mehr und mehr leben. Eine Menschheitsfamilie. Denn es gab da tatsächlich die anderen Kaltblütigen, im wahrsten Sinne des Wortes, die sich von ihrem Herzen und von der Verbundenheit mit Gott, mit dem Göttlichen, bewusst abgetrennt hatten. Die das Ganze hier aufgebaut, regiert haben im Hintergrund, die uns unsere Energie, unsere Lebenskraft geraubt, die uns blockiert haben. Wir haben Unterscheidungsvermögen gelernt, wir haben Weisheit gewonnen, aber wir wurden massiv von unserer eigentlichen Schöpferkraft abgetrennt oder zumindest immer wieder gedimmt. So, und ich bringe euch jetzt mal, und es gibt da, das glaube ich auch, eine Lichtallianz, die tatsächlich jetzt hier hilft, unterstützt, was aber nicht unseren freien Willen außer Kraft setzt. Berlin ist wichtig, ein Zeichen der Liebe, des Friedens und so viel wie möglich. Und warum die Lichtallianz tatsächlich eben auch nicht so macht, zumal unser freier Wille dabei nicht außer Kraft gesetzt ist. Wir spielen auch eine entscheidende Rolle. Also warum die nicht so macht und alles ist komplett neu. Das komplette dunkle System hier, Deep State im Untergrund, ist von ihnen über lange, lange Zeit aufgebaut. Und im Moment agieren sie natürlich noch panisch zum Teil, unkoordiniert, aber deswegen im Moment noch nicht minder dunkel und eben auch noch gefährlich. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass in Berlin ein Zeichen gesetzt wird, nochmal Farbe bekennen, und ich bringe euch jetzt mal einen Mann, stört euch nicht daran, dass er am Ende das etwas primitive Wort Motherfucker benutzt, finde ich einfach in dem Kontext jetzt nicht so wichtig. Ich bringe es euch mal, um zu zeigen, nochmal, wie tief der Deep State war, und natürlich ist das jetzt langsam erst alles gesäubert. Langsam kommen die Dinge ans Licht, langsam kommt die Veränderung, aber das Neue ist schon da und es ist nicht mehr umkehrbar. Keine Angst, glaubt, hofft, vertraut, also glaubt und vertraut. All of the illicit wealth in the world has been tracked by the National Security Agency for the past 15 years. We now know beyond a shadow of a doubt that Wall Street has stolen $100 trillion from Main Street with naked short selling. We also know that Wall Street has laundered $100 trillion in dirty money from trafficking in children and women and drugs and guns and gold. I can never tire of saying that 90% of the people in the U.S. government, the U.S. military, the U.S. intelligence community are good people trapped in a bad system. The secret intelligence community serves the deep state. It does not serve the American public. And CIA in particular has been doing torture, rendition and torture, drone assassination, regime change, helping to start wars on based on lies, all because war and trafficking in humans and drugs and so forth are a profit center for Wall Street and the deep state. And once the president gets Binney into NSA and processes 100% of what we have at NSA, we have every single one of you by the balls. You cannot survive this. You have one out. The truth and reconciliation out is make the deal, motherfucker, or you are going to die. Natürlich ist drastisch gesagt, und er ist natürlich kein spiritueller Mann. Er hat all das, was ich vorher gesagt habe, außen vor gelassen. Aber ich wollte damit einfach nochmal zeigen, wie dunkel das Ganze war und dass es eben jetzt Schritt für Schritt stirbt, dieses alte dunkle System. Und dass es aber eben auch nicht geht ohne Veränderung, ohne das Zusammenbrüche passieren. Denn ich meine, wenn nicht gewisse Dinge, die Strukturen zusammenbrechen, wäre kein Platz für das Neue. Das Neue ist schon da. Und es kommt. Also keine Angst, bleibt im Vertrauen, auch wenn es im Moment dieser Tage noch manchmal schwer ist. Bleibt im Glauben.
Ach, und ich hatte ja diesen Anwalt erwähnt, der aber eben auch noch mal deutlich macht, neben vielen anderen, da gibt es ja zig, wo an welchen Punkten wir jetzt noch wachsam sein müssen, weil natürlich ist das ja jetzt gerade noch mal brandaktuell, weil es ja jetzt gerade in Kraft treten soll. Neues Infektionsschutzgesetz, Punkt Preradovic, also Preradovic, wer sie kennt, mit Dr. Justus P. Hoffmann. Das war der Link, den ich nicht gezeigt hatte. Was da oben steht, ist übrigens auch ganz interessant. Wenn man es stoppt, kann man es lesen. Ich lese es vielleicht auch irgendwann nochmal vor. Es ist interessant, aber natürlich jetzt auch nicht so wesentlich wichtig. Also nicht so wahnsinnig wichtig. Nicht so wesentlich. Okay. Aber die Erde gehört nicht Staaten oder anderen Institutionen. Sie gehört jedem einzelnen Menschen und der Menschheit. Ich sage jetzt mal der Menschheitsfamilie. Gemeinsam. Den Menschen wurde ihr Wissen gestohlen. Also nicht nur das Wissen. Auch die Verbundenheit und die Kraft. Und mit... So konnte die heutige Welt der Eliten entstehen. Erwerbt Wissen, und ich ergänze jetzt, verbindet euch, übernehmt Verantwortung und ihre Macht ist beendet. Das ist von den Menschen der verfassungsgebenden Versammlung. Ja, und das noch zum Abschluss. Morgen ist wichtig, aber es soll jetzt jeden Montag in jeder großen Stadt auf den zentralen Plätzen, Marktplätzen und so weiter, ein Lichtspaziergang stattfinden, an jedem Montag ab sofort um 19 Uhr. Helle Lichter für die Freiheit, für die Befreiung. Friedvoll, in Liebe, eine Menschheitsfamilie. Wachsam, aufklären, aber Liebe, Toleranz, Annahme auch denen gegenüber, die jetzt in der Angst hängen und im Moment noch alles mitmachen. Das darf ich jetzt im beruflichen Umfeld auch gerade noch mal üben, da in der Liebe zu bleiben. Annehmend. Tolerant. Denn wir sind eine Menschheitsfamilie und auch die werden noch wach werden. Und wir dürfen da empathisch und eben auch mit Finger, mit Feingefühl, mit dem Herzen und Schritt für Schritt tun, was wir tun können im Moment. Ja, herzliche Grüße.